Herzliches Willkommen Ihnen an den Bildschirmen und hier wieder zurück im Saal. Wir sind bei unserer dritten Keynote angelangt, die da lautet, und das muss ich ablesen, sonst ist mir zu kompliziert, Designprinzipien komplexer Multiplayer-Online-Games mit einfachen Mitteln in Lerngelegenheiten umsetzen. Diese Keynote wurde schon anders benannt als vorher, da hätte ich es überhaupt nicht aussprechen können, aber Thomas Bröker, der die jetzt gleich halten wird, wird das viel besser können. Er ist im Forschungs- und Innovationslabor Digitale Lehre bei uns an der OHM tätig, hat zu Online-Games als Lernwelten promoviert, kennt sich in dieser Thematik also aus und ist natürlich eine hervorragende Anknüpfung an die Keynote von eben, wo es um Spielelemente ging. Alle, die online schon teilgenommen haben und Thomas Voigt gehört haben, können jetzt bestimmt einiges hier mitnehmen. Und ich glaube, die ein oder andere Frage, da hat es dir sogar schon gezuckt, dass du da besser antworten könntest als Thomas Voigt. Vielleicht, ja. Insofern viel Spaß mit dieser Keynote. Ja. Ja, bevor ich starte, möchte ich ein Gedankenexperiment mit Ihnen machen. Und zwar brauche ich dafür Ihre Vorstellungskraft. Und ich möchte Sie mal bitten, sich wieder, vielleicht sind Sie im Studium gerade oder Sie haben wahrscheinlich mal studiert, versetzen Sie sich in eine Studiensituation wieder, in der Sie sich mit so einem richtig knackigen Problem auseinandersetzen. Ich gebe Ihnen da mal ein bisschen Hilfestellung, wie das vielleicht aussehen kann. Also ich selber habe Architektur studiert. Die meisten Fächer, ja, die gehen so in den Fähigkeiten gemächlich mit der Zeit nach oben. Man entwickelt sich weiter und dann gibt es diese Fächer, vielleicht kann man sie so auch diese Killerfächer nennen, die dann tatsächlich anfangen, die Leute auszusieben aus dem Studium auch. Ich habe tatsächlich in so einem Fach mit der Bauphysik erst gekämpft und dann 15 Jahre damit gekämpft, wie man diese Probleme mit der Bauphysik in der Lehre tatsächlich überwinden kann. Und versetzen Sie sich mal in so eine Situation, also in eines dieser Fächer, ich denke, in jedem Studium wird es diese Fächer geben, eines dieser Fächer, wo ganz viele Leute dran hängen bleiben und mit hadern. Versetzen Sie sich mal kurz in diese Situation. Sie können auch gerne mal kurz die Augen schließen, so richtig immersiv das Ganze vorstellen. Wo sitze ich? Was tue ich? Was habe ich vor mir? Wie fühle ich mich? Haben Sie alle so eine Vorstellung gefunden? Dann würde ich Sie jetzt mal fragen, ich spiele Ihnen jetzt mal eine Einspielung vor, ob das zu Ihrer Situation passt. Let's go, get those fucking bombs out, Ranger, fire, Gold Group, stand by. Come on, boys. Also das war jetzt gerade eine Einspielung aus einem Live-Spiel, aus einem Multiplayer-Online-Game namens EVE Online, mit dem ich mich beschäftigt hatte. Und man hört da, irgendwie wird da was koordiniert, das ist eine Gruppe, die da was zusammen macht und zum Schluss diese totale Begeisterung, ja, wir haben dieses Problem gelöst. Und dieses Problem, was die da lösen oder eins der vielen, das hat ganz am Anfang, als das Spiel 2003 rausgekommen ist, diese Grafik gaukelt seit 2004 im Netz rum. EVE Online wird genau so eingeschätzt gegenüber diesen ganzen anderen Spielen wie World of Warcraft, Lord of the Rings, Pirates of the irgendwas Sea, ich weiß es nicht mehr, wie die alle hießen. Also in diesem Spiel passieren unheimlich komplexe Dinge. Die Leute beschäftigen sich mit unheimlich komplexen Situationen, die sie lösen. Und wie sieht das Ganze aus? Zum Beispiel so. Also die Situation, in der die gerade waren, das könnte auf deren Bildschirm so ausgesehen haben. Ich erkläre das mal grob. Man kann hier zwei Gruppen erkennen. Die roten und die orangen sind irgendwie verbündet. Das sind die Gegner von den grünen und den blauen. Und der hier in seinem Raumschiff sitzt, der gehört zu den Blauen und den Grünen. Und das hier war eine Schlacht mit über 4000 Spielern im Weltraum.
wo es ich weiß nicht was ging, Gebietsansprüche, was auch immer. Und das, was hier passiert, ist jetzt nicht so, wie man sich das vorstellt bei Top Gun oder so, wo man mit seinem Raumschiff enge Kurven fliegt und so weiter. Das sind eher taktische Hinweise, die man an die Steuerung seines Raumschiffs gibt, um vorwärts zu kommen. Ja, und EVE Online ist insgesamt, also ich weiß nicht, wie der Spielstand ist momentan, es sind 30.000 bis 60.000 Spieler, die da zeitweise gleichzeitig online sind. Also man kann auf jeden dieser Spieler in dem Spiel treffen. Es gibt kein direktes Spielziel, also das Spiel hat kein Ende. Und ja, die Spieler identifizieren von daher ihre Probleme und Ziele selbst, entwickeln und diskutieren die entwickeln Algorithmen, ihre Ergebnisse stellen sie anderen zur Verfügung und das alles vollkommen selbst organisiert. Also wirklich ein komplexes Spiel und alles funktioniert selbst organisiert. Hier sieht man mal, hier wird so eine Raumstation, das sind die ganzen Konfigurationsmöglichkeiten, die man da machen kann, um diese Raumstation zu unterhalten, weil da ist eine unheimliche Logistik dran, damit die online bleibt. Also sehr, sehr komplex, sehr kompliziert. Und wenn ich das jetzt mal wieder, um auf mein Fach, dieses Killerfach Bauphysik zurückzukommen, das kann ähnlich aussehen. Also das ist tatsächlich, da geht es um energetische Gebäudeoptimierung und das ist ein Spiel, was dieses ganze Thema schon auf eine Lernebene runterbricht. Also das nimmt ganz viele komplizierte Sachen weg, um sich auf die wesentlichen Punkte zu konzentrieren. Und ja, wenn ich das jetzt so gegenüberstelle, wir haben auf der einen Seite irgendwie so ein fiktives Weltraumspiel. Es ist irgendwie komplex. Das, was auf der anderen Seite ist, ist realistisch oder sehr realistisch sogar. Also es geht ja um konkrete Planungen da. Aber es ist tatsächlich nicht komplex, was hier abläuft. Dieses Lernspiel, das sind eher komplizierte Dinge, mit denen man sich beschäftigt. Und ich weiß nicht, ob Ihnen dieser Begriff zwischen komplex und kompliziert bewusst ist. Ich habe mal hier ein Beispiel aus meinem Architekturstudium mitgebracht, was das vielleicht verdeutlichen kann. Das ist was, was Architekten total gerne machen. Also hier so eine Toilette, bodentiefes Fenster, den Ausblick dabei genießen. Wunderbar. Das könnte auch an einer großen Klippe oder sonst irgendwas sein. Aber das ist nicht komplex, das ist nur kompliziert, weil da ändert sich ja nichts an diesem Hintergrund da. Aber das, womit Architekten tatsächlich konfrontiert sind, ist eigentlich eher sowas. Ne? Also das ist eher eine komplexe Situation. Also das heißt, komplex heißt, die Situation ist vernetzt, sie ist intransparent und sie ist so dynamisch. Also sie verändert sich, also ich kann nie vorhersagen, wann sitzt jetzt diese Frau an ihrem Fenster, wann kann ich zur Toilette gehen. Sie ist vernetzt, weil ich halt in Beziehung zu einem anderen Grundstück und auch zu anderen Personen stehe. Und sie ist intransparent, weil ich nie weiß, wo ist sie gerade in ihrem Gebäude und wann kommt sie aus diesem Fenster raus. Und das, was wir aber tatsächlich in der Hochschule machen, wir haben eigentlich auch total coole, komplexe, faszinierende Themen, die unheimlich, die verändern sich, die sind dynamisch, das ist vernetzt. Und das, was wir an der Hochschule häufig machen, ist aber, wir verpacken das in einzelne kleine Pakete und berauben die Studierenden damit eigentlich der Faszination, die da drin steckt. Und daher verschlägt es auch, weil dieses Thema Bauphysik eigentlich nur auf einer einzelnen Ebene, ohne diese ganzen Vernetzungen behandelt wird,
ist es relativ eingeschränkt, was man dabei lernen kann. Und deswegen bei einem weiterbildenden Masterstudiengang, den ich dann viele Jahre betreut habe, da ging es dann genau darum, dass die Leute mit diesen Fragen, wie hängt das alles eigentlich miteinander zusammen, was muss ich dabei beachten, das sind die Punkte, mit denen die dann aus der Praxis wieder zurückgekommen sind und gemerkt haben, ihnen fehlt irgendwas, was im Studium nicht vermittelt wurde. Und daher stammt auch eigentlich dann meine Idee zu überlegen, hey, also so ähnlich wie von Thomas Voigt eben der Vortrag, wie kann man eigentlich dieses Potenzial, was in so einem Multiplayer-Online-Game drinsteckt, wie kann man das für die Lehre nutzbar machen, in meinem Fall für die Bauphysik. Und da ist natürlich die Frage, wie kann man denn ja so ein eher kämpferisch orientiertes Spiel auf so einen zivilen Kontext der Gebäudeplanung übertragen. Und ja, ich habe viele Prototypen entwickelt. Ich habe mit einem Kollegen an einem modularen Simulationsrechenkern gearbeitet, um sowas irgendwie zu stemmen. Aber so ein Spiel, solche Multiplayer-Online-Games, da stecken 2- bis 3-stellige Millionenbeträge hin. Das kriegt man an der Hochschule nicht hin. Selbst wenn man mal ein großes Projekt hat, das reicht bei Weitem nicht. Und ich wollte aber ausprobieren, ob es trotzdem funktioniert, ob man diesen Geist eines Multiplayer-Online-Games tatsächlich übertragen kann auf einen fachlichen Kontext und das mit möglichst einfachen Mitteln, also dass jeder das im Prinzip nutzen kann. Dabei herausgekommen oder vorgegangen bin ich so, dass ich mir A, das Spiel EVE Online eben angeguckt habe, aber eben in einer bestimmten Perspektive. Ich habe geguckt, wie passiert dieses Lernen, was tatsächlich passiert in dem Spiel, wie bildet sich das darin ab und habe dann eigentlich mit der Brille des situierten Lernens darauf geguckt. Also ich habe geguckt, was macht die Situation authentisch, wie schafft es das Spiel, diese Community of Practice zum Leben zu erwecken und wie gelingt es, dass die vollkommen eigenaktiv und selbstbestimmt komplexe Probleme lösen? Und zwischen diesen beiden Seiten habe ich dann eine ganze Reihe von Designprinzipien herausgearbeitet, einfach indem ich selber dieses Spiel 2,5 Jahre intensiv gespielt habe. Also da ist echt viel Zeit reingeflossen. Und ich will jetzt mal hier ein Beispiel rausnehmen. Das sind da unten diese Maßstabssprünge. Jane McGonigal, die eben schon mal gefallen ist, die hat von Epic Scale gesprochen. Also dass es irgendeine Skalierung gibt, die enorme Unterschiede mit sich bringt. Und das ist ein Punkt, der aus meiner Sicht zu unterschiedlichen Problemebenen führt, aber auch zu einer gegenseitigen Abhängigkeit der Spieler. Und das will ich jetzt mal nochmal auf dieses Spiel EVE Online das darstellen. Das hier sind Schiffe in EVE Online. Man sieht ganz oben, das ist ein sogenannter Titan, also dieses schwarze Feld und die weiße Silhouette ist das Schiff tatsächlich. Das wäre in real irgendwie 13, 14 Kilometer lang. Und die kleinsten Schiffe, das sieht man weiter unten, die sind so 40 Meter lang oder sowas. Also das sind exponentielle Verläufe, wie diese Schiffsgrößen eigentlich zustande kommen. Und wie führt das jetzt zu einer gegenseitigen Abhängigkeit? Dieses Schiff da oben hat eine enorme Feuerkraft, unvergleichbar mit irgendwelchen anderen Schiffen. Aber es ist total verletzlich gegenüber ganz kleinen Schiffen. Also es braucht unheimlich viel Support, um dieses eine Schiff sinnvoll einzusetzen. Also man kann es gar nicht, man kann es sich zwar anschaffen und ein halbes Jahr Trainingszeit da reinstecken, danach könnte man das zum ersten Mal fliegen, dieses Schiff. Aber selbst wenn man das geschafft hat, es bringt nichts, wenn man kein Team hat, in dem man es gemeinsam einsetzen kann. Und
Das heißt, man hat auch ganz unterschiedliche Problemebenen. Man muss einmal gucken, ich muss meine Fähigkeiten auf dieses Schiff, muss ich entsprechend trainieren, damit ich das fliegen kann. Dann muss ich aber auch auf der anderen Problemebene mit meinen Mitspielern das in einen gemeinsamen Verbund bringen. Also das ist ein Punkt, der herausfordert, dass die Leute zusammenarbeiten und voneinander abhängig sind. Und anhand solcher Prinzipien bin ich dann eigentlich vorgegangen, um dieses Konzept zu entwickeln erst, was wirklich relativ groß geworden ist, aber vollkommen utopisch, das irgendwie umzusetzen. Und dann bin ich letztlich dahin gegangen, dass ich überlegt habe, was ist das, was alle Lehrenden zur Verfügung stehen haben. Und das war jetzt in dem Fall, wo ich dieses Spiel einbetten will, ein 3ECTS-Modul, Grundlagen, Wärme in der Bauphysik, wo es um die grundlegenden Themen des Wärmeschutzes bei Gebäuden geht. Und der Ausgangspunkt war, dass ich mit diesem kleinen Programm, was ich eben gezeigt habe, was auf Bauphysik in der Lehre ausgerichtet ist, mit den Studierenden gearbeitet habe. Und das war am Anfang, im Prinzip habe ich eine Choreografie mit denen getanzt. Also so kann man das nicht anders sagen. Es gab einen Katalog mit Aufgaben und Fällen, die die durchgearbeitet haben, weil dieses Tool ist wirklich, es ist wirklich super. Es ist super, um diese Zusammenhänge zu verstehen, wenn man damit arbeitet. Aber das tun sie nicht selbstständig. Also habe ich diese Fälle entwickelt. Die haben diese Fälle durchgearbeitet. Damit noch mehr Ideen aufkommen, habe ich angefangen, sie sollen eigene Zusammenhänge ergründen, die ausarbeiten, durch ein Peer-Review weitere Einblicke bekommen. Und ich war derjenige, der das Ganze choreografiert hat und dafür gesorgt hat, dass immer jeder zu jedem Zeitpunkt an der richtigen Stelle ist, den richtigen Tanzschritt macht und so weiter. Wo ich aber eigentlich hin will, ist dieses, dass man eigenaktiv und selbstbestimmt mit diesem Tool umgeht. Und insofern war das dann die Basis dieses Spiels. Das ist ein Baugebiet, kann man vielleicht so grob erkennen, etwas abstrakter dargestellt mit verschiedenen Eigenschaften der Grundstücke, die man darauf sieht. Also es gibt Verschattungen dazwischen, die Grundstücke stehen in einem Zusammenhang, es gibt Erschließungen und die Studierenden haben auf diesen Grundstücken in Teams gearbeitet. Also es gab hier Team Gelb, Team Rot und so weiter. Und sie mussten innerhalb von zwei Durchläufen ein möglichst gutes Zielergebnis liefern. Und das, was dahinter gesteckt hat, war letztendlich eine Excel-Tabelle, die dieses Grundstück abgebildet hat, wo die Gebäude eingetragen wurden und die Studierenden dann gestartet sind. Dann habe ich mich weiter an dem Grundaufbau solcher Spiele, solcher Simulationsspiele orientiert, die irgendwo einen Systemzustand haben, der wird berechnet, visualisiert und die Spieler können Einfluss auf den Zustand nehmen, die Berechnung dadurch verändern und so weiter und so fort. Was stand zur Verfügung? Ein Lernmanagementsystem, mit dem ich gearbeitet habe. Ich habe für die Berechnung, habe ich dieses Programm den Studierenden an die Hand gegeben, mit dem sie gearbeitet haben. Jeder hat sich das auf seinem Rechner installiert, hat die einzelnen Gebäude damit berechnet und dann, weil ich sehr gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit über Wikis gesammelt habe, die sehr kommunikativ sein können, um Veränderungen wiederzuspiegeln, habe ich gedacht, oh, das Lernmanagementsystem hat auch ein Wiki. Also nehme ich das, um die Spielzustände, also das, was die Spieler für ihre Gebäude berechnen, da auch wieder reinzuspielen und somit den Zustand auch für andere zur Verfügung zu stellen. Ja, und jetzt komme ich zum, ich sage mal, Ergebnis mit gemischten Gefühlen, würde ich das vielleicht nennen.
Ich habe das in drei Schritten weiterentwickelt, in drei Durchgängen. Das waren jeweils 10 bis 15 Studierende, die in einem dieser Schritte teilgenommen haben. Ich habe halt an diesem Ausgangspunkt mit der Choreografie gestartet, habe dann diese erste Herangehensweise mit den Wikis gemacht. Das hat überhaupt nicht funktioniert, weil das Wiki auf dem Lernmanagementsystem nicht kommunikativ ist. Also das hieß, jeder musste die ganze Zeit gucken, was passiert in dem Wiki, um mitzubekommen, wie sich das Spiel verändert. Also habe ich im nächsten Schritt Lernmanagement-Funktionen zurückgenommen und bin eigentlich beim Forum gelandet und habe das als Blog genutzt, wo immer die Ergebnisse reingespielt wurden und die Nächsten konnten dann gucken, ah, das Ergebnis gibt es, damit kann ich arbeiten, damit geht es einen Schritt weiter. Ich habe das Ganze ausgewertet in diesen drei Etappen, was da mit den Studierenden passiert. Ich hab sie zum Schluss, hatten sie den Auftrag, eine Reflexion dieses Spiels zu schreiben, gemeinsam als Team. Das heißt, sie sollten einmal reflektieren, welche Strategie haben sie selbst verwendet, welche Strategie haben die anderen Teams verwendet. Und dann habe ich sie noch gebeten, mal sich zu diesem Spielkonzept zu äußern, was sie davon halten. Das lief über diese drei Schritte tatsächlich durch. In einem der Schritte habe ich dann gedacht, ich probiere mal, wenn jetzt das Feedback nicht mit Namen bei mir ankommt, wie evaluieren Sie dieses Spiel dann tatsächlich? Es ist genau das Gleiche rausgekommen wie bei dem Reflexionsfeedback, nämlich das Problem, dass das Spiel vor den Problemen, die die unkommunikative Plattform mit sich bringt, das Spiel in den Hintergrund gerät und es einfach ein riesiger organisatorischer Aufwand ist, der dahinter steckt. Was die Leistungen angeht, kann ich jetzt nur grob sagen, die Leistungen hinterher, es gab dann so eine Abschlussklausur, wo es vor allen Dingen um Verständnisfragen dann auch geht, die haben sich weder verbessert und noch verschlechtert. Was sich allerdings für mich verbessert hat, war tatsächlich der Betreuungsaufwand bei der ganzen Sache. Also ich habe bei dieser Choreografie ungefähr 6 Stunden pro Studierendem an Zeit reingesteckt. Dann ist das beim ersten Durchlauf, war der Aufwand höher. Da war es sogar so etwas über 6 Stunden, weil das mit diesem Wiki eine Katastrophe war. Und dann ist tatsächlich, als ich diesen Blog benutzt habe, um den Systemzustand zu erfassen, ist es um die Hälfte runtergegangen. Also weil bei mir tatsächlich diese organisatorischen Aufwände weggefallen sind und ich viel mehr Zeit hatte, auf die inhaltlichen, fachlichen Fragen reinzugehen. Und insofern kann ich eigentlich abschließend nur sagen, ja, Designprinzipien von Multiplayer-Online-Games, jetzt mal so in Gedanken an diese begeisterte Spieltruppe am Anfang, kann ich sagen, yeah, so ein bisschen zumindest. Es bringt was, um die Leute selbst zu aktivieren und miteinander zu arbeiten, aber mit einfachen Mitteln umsetzen, jetzt in Form eines Lernmanagementsystems würde ich sagen, nee, das ist nicht die Plattform, mit der man solche Konzepte tatsächlich umsetzen kann. Ein spannendes Thema. Ich merke schon, ich muss die Spielleidenschaft bei meiner beiden Teenager-Töchter vielleicht ein bisschen anders betrachten, als ich das bisher getan habe. Das tue ich seitdem auch, ja. Das glaube ich. Mhm. Wir haben hoffentlich einige Fragen im Chat bekommen. Im Chat, genau. Also hier wieder große Zustimmung unserer Online-Gäste. Und hier im Raum natürlich selbstverständlich. Die erste Frage, die uns erreicht hat, ist, wie realitätsnah ist das Konzept? Ich nehme jetzt mal an, Sie meinen das Konzept von dem Spiel, mhm, von dem Bauphysikspiel. Ja, weil dieses Berechnungstool ist schon nicht realistisch, weil es die
die Geometrie von Gebäuden ganz stark einschränkt. Also man kann da eigentlich nur einen Kasten bauen, die Geschosse festlegen und ein Dach oben drauf setzen oder nicht, oder ein Flachdach machen. Also insofern kann man da keine realistischen Gebäude mit abbilden, aber darum geht es auch gar nicht, weil es eher darum geht, was passiert, wenn ich große Fensterflächen im Süden oder im Norden mache, wie hängt das dann mit der Heizung zusammen und mit der Kühlung, die ich erreichen muss. Also das sind die Punkte, wo es darum geht, das kennenzulernen und Erfahrungen damit zu sammeln über diese Zusammenhänge. Aber es ist nicht, um realistische Gebäude zu planen. Mhm. Vielen Dank für die Beantwortung. Andreas Giesbert fragt, was fehlt denn Ihres Erachtens nach, damit LMS so etwas umsetzen können? Also ich habe tatsächlich mit einem Wiki sehr viele Jahre gearbeitet, arbeite ich auch jetzt noch. Das gibt es jetzt hier in Bayern tatsächlich hochschulübergreifend als Bayern-Collab. Da steckt die Wiki-Plattform Confluence dahinter. Mit der kann ich mir das eher vorstellen, sowas umzusetzen. Da hat man die Möglichkeit, also man wird informiert, wenn sich irgendwo was verändert. Man kann Informationen von verschiedenen Seiten aggregieren, entsprechend irgendwelche Abhängigkeiten definieren, und es gibt Erweiterungen, wo man jetzt irgendwelche Ergebnisse tatsächlich sogar in Zahlen zusammenrechnen könnte, um dieses, was ich jetzt von Hand gemacht habe, diese Tabelle in Excel zu pflegen, wer welchen Stand da hat. Das könnte da alles automatisiert eigentlich funktionieren. Wenn die LMS so ein Wiki selbst auch umsetzen würden bei sich, dann springe ich sofort wieder auf den Zug auf, aber so eher nicht. Wunderbar. Die nächste Frage richtet sich an die Miniaturausgabe der Multiplayer Online Games, kurz MMOG. Wieso MMOG? MMOG heißt ja Massively Multiplayer Online Game. Also, und das sind ja Spiele mit Tausenden von Spielern. Und ich wollte halt ja diesen Geist des MMOGs übertragen und habe dann einfach das M am Anfang klein gemacht und habe es dann Mini genannt, weil es halt diese beiden Konzepte miteinander verbinden soll. Daher diese Idee, das erste M klein zu machen. Okay. So, jetzt haben wir aktuell keine Fragen mehr im Chat. Ich weiß nicht, gibt es noch Fragen, Martina, die uns anderweitig erreicht haben? Ich würde an der Stelle mich herzlich bedanken für die Beantwortung und an dich wieder übergeben. Genau, und Thomas Brücker bleibt ja auch noch da, falls hier im Publikum jetzt jemand es nicht mehr geschafft hat, im Chat zu schreiben, weil ich das nämlich sträflicherweise vergessen habe, anzukündigen in meiner Anmoderation, dass das natürlich für alle gilt, bleibt Thomas Brücker noch da, wird auch noch einen weiteren Vortrag halten zu einem anderen Thema, aber auch ein sehr spannendes Thema. Da werden wir uns dann mit einem Klassiker von Stanley Kubrick auseinandersetzen. Also das ist heute ein ganz interessanter Vormittag, wie ich finde. Wir haben jetzt gleich wieder 15 Minuten Pause. Ich darf mich von den Online-Zuhörenden jetzt schon mal 2 Minuten früher verabschieden. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Wir machen hier weiter auf unserer Stage um 11.40 Uhr mit unserer vierten Keynote, dann von Kolleginnen von der Technischen Hochschule Köln. Da geht es auch wieder um Game-Based Learning. Auch das sicher sehr interessant. Vielen Dank, dass Sie bis hierhin bei uns waren online, und wir sehen uns hoffentlich später wieder.